Okay, I have to make this quick. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Akten an. Okay, let's have a look. Ein paar Kilometer von Conway Springs entfernt wurde in der Nähe des Umfangs eine Person aufgefunden, die mit aufgerissenen Augen blind herumirrte. Die Person wurde als Joseph Rain identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion, weder als er angesprochen wurde noch auf Berührung. Mr. Rain war von Kopf bis Fuß dreckig und schien bis auf die Knie nass zu sein. Mr. Rain umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das eine Kassette eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Schreibwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt gebracht. Mrs. Rain wurde abgeholt und gemeinsam mit Miss Rain in die Notaufnahme der Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. Bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Dieses wurde als Beweisstück in Schließfach Nummer 5 archiviert. Okay, ein Diktiergerät also. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. So, da haben wir hier den Schlüssel. Ja, hier Lenny, kann ich nochmal mit dem reden? Gibt's da irgendwas Neues? Hey Lenny. Hello Kathy. Okay, well, gotta go. Nicht. See ya. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. So, dann schleichen wir uns hier wieder rein. Hier, Penner. Hey. Hi there. Okay, gotta go. See ya. Ja, nach dem Geld fragt er auch irgendwie nicht mehr, oder vielleicht haben wir es ja auch schon gegeben. So, das klauen wir. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, also, 2 violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. Die Quelle! But I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Dachboden. Und den Polizeibericht haben wir auch noch. Die Kirchenbroschüre. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo jumbo. Washing away your sins, salvation, blah blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my god on. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Ja, das ist wohl richtig. I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can yet. Maybe because it looks like it could serve as half-decent toilet paper. Not that I need yet another reason for the Lord to strike me down. So. A jail cell. Wir haben jetzt aber hier, glaube ich, das rausgefunden, was wir brauchen. So, hier, Lenny, kann ich jetzt mit dir nochmal reden, oder? Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Hier, der Dachboden. I don't want to ask him about that. Okay. Well, gotta go. See ya. Das würde auch wenig Sinn machen, dass wir mit dem Lenny über den Dachboden reden, den er wahrscheinlich nie gesehen hat. Hey, Kathy, wait. Ach so. Do you eat food? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. Ja. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy... They need us schon einer. We can eat the food together? Die Antworten sind eindeutig, würde ich sagen. I'm really busy right now. Maybe later.
Oh, okay. Ja, hier Errungenschaft, kein Gespür für Romantik. Also das ist ja wohl, das ist ja einfach nur peinlich, was der Lenny hier. Kann ich denn jetzt ins Obergeschoss gehen? I should probably ask Grandma first. Dann fragen wir halt erst die Oma. Hier, Oma. Oh, hello, dear. Ich hab da eine Frage. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Hier, der Dachboden. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. So, da geht die Oma erstmal runter. Hier haben wir eine Glühbirne. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Nothing. The bulb must be burned out. The bulb looks burned. Okay, da können wir. Können wir mit dem Feuerzeug vielleicht. Ein Feuerzeug erhellen. Almost out of fuel. Gonna need it for my smokes. Ja, okay. Hier, Oma, da müssen wir. Da fragen wir doch mal, ob du hier eine Glühbirne hast. Not at all, dear. Hier Dachboden. The lights are out in the attic. Oh, well, there should be a whole box of light bulbs around here somewhere. Do you remember where? Now, where did I put it? Ja, oh, dear, I think it's in the attic. That's just terrific. I'm sure you'll figure it out, dear. Ja, das sind ja hier beste Voraussetzungen. Bye, Kathy. Dass natürlich die Glühbirnen auf dem Dachboden liegen. Hier, können wir da einfach die Glühbirne aus der Tischlampe klauen? Free light bulb. Score. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie, Hier, Glühbirne kombinieren wir damit. There we go. Und Lichtschalter. So. Teddybär. Mr. Bear. How did you get all the way up there? Das ist eine gute Frage. Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Errungenschaft, Mr. Bear meldet sich zum Dienst. Aktenkoffer. Aktenkoffer haben wir jetzt als neue Aufgabe in unserem Logbuch. A worn office chair on wheels. I'm feeling a sudden urge to do a race. Ein Buch. A thick book about math. Oh je, das klingt ja furchtbar. Das schauen wir uns doch mal an. Oder wir nehmen es einfach mit. Just some old bills. Nothing interesting. Okay, Schubladen. Might be something useful in there. Nothing. Ist das bei allen so? Empty. Kaffeetasse. Old coffee. Lovely. Yeah, I'm good, thanks. Okay, so durstig sind wir dann auch nicht. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Ein Diagramm. Someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Okay, das ist natürlich verständlich. Schreibmaschine. An old type. Haben wir hier sonst noch was? Various.
Ich glaube nicht. Ja, aber diese Kiste mit Grübern finde ich irgendwie auch nicht. Das wäre jetzt ja schön, dass wir dann hier die Lampe wieder reparieren können. So, Oma. Oh, hello, dear. Dann reden wir doch mal mit dir. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Hier der Aktenkoffer. I found a locked briefcase in the attic. Do you know anything about it? Oh, that old thing? Joseph said there were just some old boring Air Force papers in there. If that was the case, why use an intricate combination lock? That's a very good question. Ja. In any case, I wouldn't know how to open it. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Gucken wir doch mal nach. Hier, Mathebuch. Lesen wir das mal. Oh Gott, das Geheimnis der unendlichen Zahlen. Pi. Haben wir hier voll aufgeschrieben. Die Fibonacci-Zahlen haben wir hier auch noch. Und Primzahlen sind auch dabei. Ja, da müsste man jetzt wissen, welche Zahlen da von relevant sind. Warte mal, hier, Mathebuch, haben wir denn da irgendwas aufgeschrieben? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Das sind 8 Zahlen. Dann gucken wir doch mal, wie viel hat der Aktenkoffer? Der hat 6 Zahlen. Das ist also eher nicht die Lösung. Das heißt, und wie weit können die Zahlen gehen? Die gehen hier nur von 1, von 0 bis 9. Gucken wir mal, hat der vielleicht einfach Pi genommen? 3, 1, 4, 1, 5, 9. Yeah, that would have been too easy. Ja. I doubt the book alone is enough to solve this. Das hatte ich mir jetzt auch gedacht. Das wäre. Das wäre es ja, wenn das die Lösung wäre. Aber das ist dann. Da war der doch etwas schlauer. Primzahlen: 2, 3, 5, 7. Ja, gut, das ist natürlich auch nur bedingt hilfreich. Weil das zu wenige sind, die man da eingeben kann. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Mal gucken, ob das geht. Yeah, that would have been too easy. Ja. Okay, dann kommen wir auf die Art auch nicht weiter. Ja, was steht denn auf dem Diagramm eigentlich? It looks like someone was doing geometry. I can't make. Gucken wir doch mal, können wir das Mathebuch vielleicht kombinieren mit dem Diagramm? That combination makes no sense. Nicht? Ich dachte, das macht Sinn. Können wir das mit dem Papier verwenden? Können wir das mit dem Aktenkoffer einfach mal kombinieren? That action doesn't seem productive to me. Ja, was haben wir denn noch für Optionen? Das ist die Frage. Können wir das mit dem. I don't see how those things work together. Schade. Können wir das mit dem. That combination makes no sense. Oder vielleicht mit dem. I don't see how. Na, mit dem Diktiergerät. That action doesn't seem product. Was haben wir denn hier? What really happened to you that night, Grandpa?
There has to be some way of figuring out the code. I'm sure both the math book and the first message on the tape have something to do with it. Die erste Nachricht auf dem Tape. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. Aha. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Also, was hat gesagt? Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red... 3 rote Rosen. Roses, a blue violet. Eine blaue Violett. Oder wie auch immer man es übersetzt. Und 2 gelbe Tulpen. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt mit dem Mathebuch. Moment. 2 gelbe Tulpen. Mal sehen, 3 rote Rosen haben wir. Die ersten 3 Zahlen hier wären 2, 3 und 5. Eine blaue wäre die 1 wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die erste Zahl halt da bedeutend ist. Und 3, 1. Mal sehen, ob das geht. Wenn es nicht ist, dann muss man vielleicht gucken, ob es nicht immer die ersten sind, sondern vielleicht die an den entsprechenden Stellen. Also 2, 3, 5, 1. Nee, Moment, die 5 muss schon sein. 1, 3. Oh! Das hat tatsächlich funktioniert. Da habe ich dann einfach mal richtig kombiniert. A thick yellow envelope. Den nehmen wir noch mit.